Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht horlich weiter. Ich habe so ein bisschen was gekauft und getauscht und das wollte ich euch zeigen. Zuallererst beginne ich mal ein bisschen was mit Curly-Sachen. Ich habe nämlich mir Sachen getauscht, die zeige ich euch als erstes. Und zwar gibt es ja so eine Curly-Girl-Gruppe bei Facebook und da kann man dann halt Sachen, die zum Beispiel in Lockenboxen drin waren und so, kann man dann halt tauschen, gegebenenfalls mit anderen Sachen und so weiter. Und da habe ich meinen Clay Wash von Flora Curls, hatte ich ja jetzt doppelt, habe ich jetzt einmal getauscht, habe ich das neue für abgegeben. Und da habe ich zwei angebrochene Sachen für bekommen, zwei neue und ein Pröbchen hat sie mir noch geschickt. Ja, und zwar habe ich von Akin, heißt das, oder Akin. Das ist auf jeden Fall australische Haarpflege. Ein Conditioner. Ist wohl alles safe, hat sie zu mir gesagt. Da muss ich dann halt jetzt nicht mehr drauf achten. Ist halt mit so einem Pumper. Wie voll ist das denn? Ich guck mal eben rein. Also riecht auf jeden Fall sehr gut. Ich mag ja dieses Ätherische. Ich weiß gar nicht, wie voll bist du denn? Man sieht das so schlecht. Ich denke mal bis da. So ungefähr. Ja, werde ich dann jetzt ausprobieren, wenn mein anderes leer ist. Dann auch noch einen Conditioner und der ist bis hierhin gefüllt, also fast voll. Das ist der Cherry Blossom Conditioner von OK. Ja, und mal gucken, wie du riechst. Das riecht sehr seifig, sehr cremig. Ja, mag ich aber. Ist jetzt aber kein total parfümierter Duft. Mag ich es wohl mit Jojobaöl, Kokonat und Almond. Was ist das? Was ist hier drin? Calendula, Jojoba und Protein. Okay, und dann habe ich hier zwei Gele, Haargele. Die sind wohl von Biba. Heißt so, ne? Biba? Genau, ich meine ja. Ja, sie meinte, weil die sind nicht ganz teuer, die kosten glaube ich nur 1,99 und sie meinte aber, der Versand ist immer relativ teuer, wenn sie sich was bestellt und ja, dann habe ich gedacht, komm, dann tausche ich das noch dabei. Ja, das, ich wollte mal dran schnuppern, auf jeden Fall hat sie das gut zugeklebt mit Tesafilm, damit auch gar nichts ausläuft, finde ich natürlich sehr gut. Yes. Ah, guck mal, sie hat sich sogar, ich denke mal... Was steht denn hier drauf? Hier steht jeweils ein F drauf. Viele Curlys machen sich halt die Sachen. Steht hier auch was drauf? Nö. Wenn es mit Feuchtigkeit oder mit Proteinen ist. Ich denke mal, das gibt Feuchtigkeit, das hier. Ist wohl ein ja, Styling-Gel, ohne zu verkleben. Und das riecht nach Banane. Oha. Aber ist in Ordnung. Ich werde es dann einfach mal probieren. Und das hier, mal gucken, wonach das hier riecht. So, das hier ist Styling Gel für extreme Looks. Das ist dann halt so in so ein hellblau. Riecht auch ein bisschen nach Bananenshake. Ja, wird mal benutzt, ne? Und dann hat sie mir noch so eine kleine, hier ist nämlich ein P drauf für Proteine, gehe ich mal ganz stark von aus. Und das ist ein Curls Gelee Blueberry. Hat sie mir so eine Abfüllung geschickt, finde ich natürlich sehr niedlich. Gucken wir mal. Ah, guck mal, da ist sogar noch so ein Deckelchen. Das ist natürlich sehr praktisch. Oh, das riecht aber lecker. Das riecht wirklich nach Blaubeere. So ein bisschen Blaubeer-Kaugummi. So ein bisschen, finde ich. So. Dann habe ich etwas gekauft. Da war halt ein Curly und die hatte halt dieses Produkt, was ich nämlich mega finde. Das ist im Moment bei mir in Anwendung. Ach, ich liebe das für Refreshs. Aber ich glaube, das ist ein bisschen ausgelaufen. Kann das sein? Nö. Für Refreshs ist das super mega cool, das Zeug. Das hatte ich ja auch in der Lockenbox drin und finde ich super. Ja, habe ich ihr abgekauft. Und da ja einmal Versand von 3,80 Euro bezahlt worden ist, habe ich mir gedacht, ja, guck mal, was sie noch hat. Und da hat sie noch das Leave-In Spray von Imbue gehabt. Das habe ich im Moment auch in Anwendung. Ich liebe erstmal den Duft und ich sprühe das immer sehr gerne, wenn ich einen Wash Day habe, in meinen nassen Haaren. So als Leave-In finde ich auch super. Das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert, aber ich habe gedacht, komm, nimm es auch mit. Das ist das Offen Imbue, habe ich nämlich auch schon hier. Aber ich finde Imbue-Produkte wirklich sehr gut und das ist halt das Cremegel für Locken, natürlich. Und umsonst hat sie mir noch dabei gelegt von Pure 97. Das ist auf jeden Fall ein, ne, es ist kein Spray, das ist ein Pumper. Das ist ein Jasmin-Kokosnussöl, feuchtigkeitsspendendes Cremeöl. Und soll wohl auch safe sein, sagt sie. Oh, das riecht aber gut.
Oh, was war das nochmal? Also, Kokosnuss rieche ich nicht. Ich rieche tatsächlich den Jasmin. Es riecht so ein bisschen wie mein Wild Argan Öl von The Body Shop, wo eine Freundin von mir, die hat daran gerochen, die meinte, es riecht voll nach Jasmin. Okay. Ja, werde ich gerne ausprobieren. So, und dann habe ich mir nochmal bei Amazon, weil ja, ich komme im Moment, gehe ich sehr selten raus zum Einkaufen oder sowas. Und wenn ich dann einmal bei Rossmann oder DM bin, dann weiß ich ganz genau, es bleibt nicht nur bei den Sachen, die ich benötige. Das hier muss nicht sein, aber ich mache es halt gerne. Und zwar gebe ich mir immer gerne in dem Trocknerball, der sieht übrigens so aus, gebe ich mir halt immer gerne in meinem Trockner, gebe ich mir dann halt auch noch einen Wäscheduft damit rein. Und die gibt es halt bei Amazon, gibt es die für 2,50 Euro um den Dreh pro Flasche. Und das ist ungefähr das, was man auch bei Rossmann bezahlt. Und mit Prime, dann kann man sich auch schicken lassen. Da habe ich mir da 4 Düfte geholt. Das ist einmal der Summer. Und die riechen wirklich sehr gut und sehr schön langanhaltend sind die Düfte. Ja, mag ich. Den habe ich auch jetzt gerade noch in Verwendung im Keller. Dann habe ich den Rose, den mag ich auch sehr gerne. Den habe ich zuletzt irgendwann aufgebraucht. Dann den Fresh. Ich meine mich erinnern zu können, dass der sogar mein Liebling ist. Ja, der riecht einfach super nach frisch gewaschener Wäsche, ne? Und dann noch den Spring. Den Spring, den hat man, glaube ich, ich habe irgendeinen Fleck auf der... Auf dem Display. Ja. Den Spring, den hat man zum Beispiel immer dabei, wenn man den Trocknerball kauft, als kleine Probe. Aber der ist auch wunderschön. Ja. Aber jetzt geht's noch weiter. Ich habe mir 2 Kerzen getauscht, beziehungsweise gekauft. Zum einen hat sie diese Edelweißkerze hier. Die werde ich mir einschmelzen. Die hatte ich nämlich schon mal, habe mir die auch eingeschmolzen. Das ist so ein... Ja, cremiger Nivea-Duft, würde ich jetzt mal sagen. Also mich erinnert das voll an Nivea. Und den hat sie für 10 Euro inklusive Versand, soweit ich weiß, hat sie den angeboten. Dann habe ich einfach zugegriffen, weil das ist eine kleine Rarität und den findet man halt nicht mehr so einfach. Und dann habe ich mir gedacht, komm, dann kann ich den verwenden. Und den hier, den habe ich bei eBay Kleinanzeigen allerdings gefunden. Den habe ich nicht getauscht, die ja eben dem Sinne auch nicht. Aber ich möchte jetzt erstmal tatsächlich... nichts mehr kaufen an Kerzen und Duftwachsen. Ich muss tatsächlich erstmal ein bisschen aufbrauchen. Also wenn ihr was sehen solltet, dann ist es entweder, habe ich es vielleicht mal geschenkt bekommen oder aber ich habe es getauscht. Habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Das ist quasi ein No-Buy für mich. So, und aber die hier habe ich gesehen und die musste ich mir dann nochmal holen, weil ich war schon länger auf der Suche nach einem Backup. Und zwar ist es die Bubbly Pomegranate. Das ist meine Lieblingsfruchtkerze. Also ist so. Mega intensiv. Man riecht den Sprudel aus dieser Kerze, dieses Bubbly, dieses Schorlenmäßige. Es ist sauer, es ist süß und oh, ich könnte die essen. So toll ist die. Und dann habe ich mit der lieben Jackie getauscht bei Facebook. Sie wollte irgendwas an Wachs. Ja, und das hatte ich halt da. Und dann haben wir getauscht und sie hat mir ein paar Duftis geschickt und die zeige ich euch jetzt. Das sind sie. Und ja, sind halt Kleinigkeiten, ne? Da haben wir zum einen den Woodwick Cashmere und Pure Softness hat sie mir so 2 ja, Bunny-Köpfchen habe ich bekommen. Und der ist sehr schön. Ah, oh, sehr schön. Perfekte Cashmere-Mischung für mich. Und dann auch noch den, achso, das ist, habe ich gerade Woodwick gesagt, das ist Wachsmacherei, sorry. Und dann noch den Cashmere und White Clouds. Auch wunderschön. Ja, mega. Dann von Sweet Mamsell den Japanese Cherry Blossom mit Cashmere, zeige ich euch jetzt gleich. Die Tüte ist ein wenig verschmiert, deswegen hole ich den einfach mal raus. Der sieht so aus. Und das ist ein schöner Duft. Schön cremig. Nicht diese typische Cherry Blossom Kaubonbon Note, die ich sehr oft habe. Dann, die muss ich mir umtüten, weil ich glaube nicht, dass diese Tüten... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es PP ist. Das ist wohl eine neue Gießerin. Ich weiß es aber nicht. Das ist Rose Vanille. Hat die Jackie mir auch geschrieben, wie die heißt. Aber ich habe das irgendwie vergessen. Ja, aber ein schöner Rosenvanilleduft, muss ich sagen. Also ich habe übrigens an den Düften hier noch nicht dran gerochen. Die sind angekommen, ich habe gedacht, das behalte ich mir fürs Video vor. Doch, den Zauberwald, den habe ich gerochen. Weil das ist nämlich auch so eine dünne Tüte hier. Das sind so 2 Stücke einer Tafel.
ja, ganz toller Duft. Wobei ich sagen muss, ich habe mir ja so ein paar Duftöle bestellt, um ein bisschen für meine Hexenküche aufzuwerten und so. Und ich habe auch einen Zauberwald und der duftet ähnlich. Winter Night. Oh, sehr zimtig. Nee, den werde ich weitergeben. dann haben wir noch so eins. Nee. Dann haben wir von Wohlfühlmomente den Sacred Wonderland, wenn ich das richtig ausspreche. Was? Doch, Secret. Ich habe ein A gelesen. Sorry, dann ist Secret, der Geheime. Sehr zart, aber ich rieche was Seifiges. Was Seifiges, das war's. Sonst rieche ich nicht viel. Dann Olympia heißt das, glaube ich. Kann man aber nicht gut sehen, deswegen spare ich mir das in die Kamera halten. Ist das jetzt das? Ja, das ist das Olympia. Ich habe nämlich... wo heißt denn? Where are you? Ja. Ich habe nämlich das Olympia Parfum. Ach, das ist gar nicht das Olympia. Wie laber ich denn hier? Das ist nicht das Olympia. Das Olympia ist... Oh, wo ist es denn? Hier. Das ist das Olympia. Und das riecht so. Finde ich super. Cool. So. Dann habe ich nochmal Wohlfühlmomente den Apricot Honey. Das ist wahrscheinlich nicht so meine Richtung. Kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Oder ich erlebe ein Wunder. Ah. Nö, gar nicht schlecht. Oh, Wunder. Also, ist auf jeden Fall eine leichte Muffnote, rieche ich tatsächlich aber. Aber ich glaube, fürs Badezimmer könnte das gut sein, weil das ist eine sehr ausgewogene Mischung. Oh, da bin ich auch... Ach, da kommt hier hin. Und dann habe ich hier, da bin ich mal gespannt, Vanille Pumpkin Marshmallow. Uiuiuiui. Auch sehr gewagt in meiner Nase, definitiv. Ah, ist nicht schlecht, aber ich probiere mal. Ist auf jeden Fall Foodie. Definitiv. Auch für die Küche vielleicht. Und dann auch... Warming Kashmir. Vielleicht. Ist auch wieder so selber draufgeschrieben. Sieht man auch schlecht. Ja, der erinnert mich an irgendwas. Ist nicht schlecht. Aber hat eine Foodie-Note. Aber ist in Ordnung. Werde ich auch ausprobieren. So, und das war's. Das war's tatsächlich erstmal von meinen Einkäufen. Ja, ich denke mal, wir haben zwar jetzt Freitag, aber ich glaube, morgen kommt noch was. Vielleicht kann ich dann noch was hinterhängen. Ansonsten hänge ich das trotzdem dahinter. Okay, meine Lieben. Es geht weiter mit meinem Haul. Ich hatte ja gedacht, da kommt nichts mehr. Aber ja, diese Woche konnte ich überhaupt nicht filmen, weil ich halt eine Online-Schule gemacht habe. Aber es ist was gekommen, was ich euch ganz gerne vorstellen möchte. Ja, ich wurde nämlich angeschrieben von einer Teefirma. Und zwar, Guido und ich, wir sind ja jetzt nicht die großen Teetrinker, aber was wir ja lieben, ist uns abends so ein Stöfchen zu machen, das habe ich euch schon ganz oft erzählt, mit schwarzem Tee. Ich persönlich trinke immer total gerne Fencheltee, wenn mir zum Beispiel der Magen zum Beispiel wehtut oder sowas. Ja, aber die Firma, die hat mich halt angeschrieben, ob ich eventuell Lust hätte, ihre Tees auszuprobieren. Es sind Bio-Tees. Und irgendwie war ich halt direkt von der Internetseite, ich bin draufgegangen, weil ich persönlich mache das immer so, wenn ich Anfragen bekomme, dann gehe ich immer gerne auf die Internetseite und schaue mir das an, was machen die und so weiter. Und das hat mich überzeugt, also es hat für mich so danach geklungen, dass sie sehr reich, nachhaltig arbeiten. Müsst ihr mal drauf gehen, wenn euch sowas interessiert. Also sehr nachhaltig sind sie und bezahlen faire Lohne und so weiter und so fort. Ich fand es sehr ansprechend und deswegen arbeite ich auch gerne dann mit solchen Firmen zusammen. Und ich durfte mir dann halt 3 Tees aussuchen. Ich werde euch auf jeden Fall den Link natürlich in der Infobox verlinken. Und habe mir dann halt 3 Tees ausgesucht. Natürlich Schwarzen und natürlich Fenchel. Und dann habe ich noch mich mit der Dame unterhalten, weil ich war halt schon Ewigkeiten auf der Suche. Weil ich irgendwann, vor 10 Jahren oder so, habe ich mal einen Tee getrunken mit Rosenblüten. Und ich war wie verzaubert damals, ja. Ich fand den einfach nur Granate. Hab aber Ewigkeiten, ich gucke in jedem Teeregal und ich finde einfach da nichts mehr. Und habe ich halt gefragt, ob es sowas gibt. Und dann hat sie gesagt, ja, probier diesen mal. So, ich mach mal eben den Karton zu.
ist nämlich die Firma Auresa. Ja, kam auf jeden Fall sehr schön verpackt. Jedes einzelne Teeglas, finde ich mich auch super hübsch, jedes einzelne Teeglas war auch nochmal in Seidenpapier eingewickelt, beziehungsweise in so Papier, dass es nicht kaputt geht und so weiter. Finde ich super. Ne? Also, und die Flaschen, die werde ich mir definitiv danach aufbewahren. Ich finde die so hübsch, vielleicht als Väschen oder sowas. Ja, finde ich wirklich toll. Wirklich. Ich stehe auf so einen Kram, das wisst ihr vielleicht. Hat ein bisschen was von Apotheker-Style, ne? Und ja, ich zeige euch das jetzt erstmal. Ich habe hier mir zum Beispiel den Bio-Fenchel ausgesucht. Ja, hier steht hinten drauf, 1-2 Teelöffel pro Tasse sollte man dafür verwenden. Ich habe mir dann halt so diese Einweg-Teebeutel, die hatte ich noch zu Hause, habe ich mir dann halt voll gemacht mit dem einen Tee, den ich euch gleich zeigen werde, und dann schön ziehen lassen. Klappt hervorragend. Ich möchte mir auch irgendwann mal so ein Ei holen. Kennt ihr das, so ein Tee-Ei auf jeden Fall? Ja, ich habe übrigens noch, wenn ich das hier so sehe, ich habe nämlich noch einen Rabattcode von euch von 10%. Ja, also schreibe ich euch alles in die Infobox. Finde ich super cool. Ist übrigens Jenny10 heißt der Rabattcode. Ich verdiene daran aber nichts. Ne? Ich zeige euch das, ich bekomme es umsonst. Und da ich das ausprobiert habe und es für gut befunden habe, warum sollte ich euch das nicht zeigen? Ja, ist auf jeden Fall so, dass hier dieses Fläschchen hier 65 Tassen Tee ergibt. Finde ich super. Ich mache den jetzt mal mit euch zusammen auf, weil ich möchte den auch mal riechen. Das ist halt hier so ein frisches Siegel, ist dann hier jeweils dran. Da könnt ihr dann halt aufreißen, und dann ist hier halt quasi so ein Korkverschluss dran, finde ich. Ich finde es ultra stylisch, ich mag sowas. Oh ja. Oh ja, also viele mögen ja Fenchel nicht. Ich stehe auf Fenchel. Vor allen Dingen hilft es mir immer, wenn ich Bauchschmerzen habe. Der riecht aber wirklich sehr gut. Ja, werde ich auch direkt dann nochmal ausprobieren, weil den hatte ich noch nicht ausprobiert. Welchen ich allerdings direkt ausprobieren musste, war der mit den Kirschblüten. Hab meinem Freund dann auch direkt ein Tässchen davon gemacht, und er meinte zu mir, boah Schatz, den können wir jetzt öfter trinken, der ist super. Also, und wenn mein Freund das schon sagt, normalerweise ist er nämlich auch nicht so ein Früchtetee-Mensch und so weiter, aber der ist super. Der heißt Kirschkuss. Ihr könnt dann halt auf der Internetseite sehen, was alles so für Zusammensetzungen in diesem Tee sind. Hier ist zum Beispiel, ja, hier steht weißer Tee China Pai Mutan, grüner Tee Darjeeling, ich kann das nicht aussprechen, ne? Grüner Tee, dann China Nebeltee, Lungxing, Jasmin Jadepearls, Kirschen, sind übrigens 15%, Kokoschips, Aroma und Rosenknospen. So, und wenn ich da mal so dran rieche, jetzt kriege ich das nicht auf, oder was? Habe ich nichts gemacht? Habe ich das zu sehr reingedrückt? Ah, jetzt geht's. Der riecht so gut. Also mein Freund hat direkt den grünen Tee rausgeschmeckt, sagt er, ich nicht. Ich kenne den Tee, also den Geschmack von grünem Tee habe ich nicht so im Gedächtnis drin. Aber mein Freund meinte direkt, das ist voll grüner Tee. Aber der Geschmack danach, der ist mega. So, und ja, das sieht dann halt so aus, ne, ist super. Man sieht halt wirklich jedes einzelne getrocknetes Blättchen. Ja, und hier genauso, ach, hier ist zum Beispiel nur ein Teelöffel pro Tasse, genau. Und das ergibt halt auch 62 Tassen. So, und dann haben wir uns noch dazu entschlossen, den English Breakfast zu nehmen. Das ist ein schwarzer Tee, wie gesagt, wir stehen voll auf schwarze Tees. Und hier sollte man auch einen Teelöffel pro Tasse nehmen, und da ist einfach nur schwarzer Tee als Zutat. Und das riecht wie der, ich sag mal, kennt ihr diesen, so einen türkischen Tee? Bisschen zarter, ich denke mal, dass es einfach dann die englische Version dann halt ist. Ja, müssen wir unbedingt ausprobieren, aber wie gesagt, in den letzten Wochen hatten wir ein wenig Stress, so der Tag war einfach zu kurz, und deswegen ist es halt zu kurz gekommen, ne? Aber hier steht halt auch auf jedem Glas, steht auch drauf, ach, hier ist sogar mehr, aber hier steht zum Beispiel drauf, vegan und koffeinhaltig jeweils, ne? Und bei dem Fencheltee ist zum Beispiel, steht drauf, vegan, koffeinfrei, heiß und kalt lecker und für werdende Mütter und für, ist auch ein Kindertee, weil Fenchel ist ja auch gut für Babys, ne? Nicht gut, dass das hier so drauf steht. Ja. Also das, vielen Dank dafür, Auresa.
Ich habe mich darüber sehr gefreut und ich hoffe, dass ein paar Zuschauer von mir auf eure Seite finden, weil das, was ihr tut, finde ich wirklich großartig. Vielen Dank nochmal dafür. So, und jetzt wollte ich euch, ich tue das mal hier mal weg. Ich habe ein Paket von einer Zuschauerin bekommen. Ich wurde natürlich gefragt, ob sie meine Packstation-Adresse verwenden darf, die in meiner Infobox verlinkt ist. Ich stelle mal eben den Tee weg. Ob sie die verwenden darf. Ja, natürlich, dafür ist sie ja da, wenn ihr mal auf die Idee kommen solltet, mir etwas zuschicken zu wollen. Da steht auf jeden Fall eine Packstation-Adresse und das soll keine Aufforderung sein, aber viele haben halt immer so gefragt und bevor ich dann mal nicht antworten kann, könnt ihr da halt dann ja, loslegen. Also ich danke dir schon mal, liebe Caro. So heißt sie nämlich. Und wir schauen uns jetzt mal zusammen an, was sie mir da geschickt hat. Das ist auf jeden Fall ein großer M-Karton von DHL. Oh, den finde ich immer so toll, weil man den kann man immer so schön weiterverwenden. So, ich mache das mal so, damit man die Adresse nicht sieht. Oh, bisschen kompliziert hier. Naja, gut, machen wir einfach mal. Ich glaube, hier liegt ein Brief. Schauen wir doch da erstmal rein. Und zwar ist das sowas hier. Und ich muss das irgendwie ein bisschen anders lösen hier. Das gefällt mir hier nicht so. Vielleicht einfach hier unten hinstellen. Greife ich einfach immer wieder was raus. Ja, vielen Dank, liebe Caro. Bleib du auch gesund. Und ja, wenn was mir nicht gefällt, vielen Dank, weiß ich Bescheid. Deswegen lege ich das mal hier hin. So, immer noch nicht optimal, aber lassen wir das. Ich hole mir jetzt einfach ein paar Sachen raus, lege die hier hin und dann zeige ich sie euch nach und nach. Und mir. So, ich greife jetzt einfach mal so hier rein. Da haben wir zum einen von Professional diesen, so eine Probe ist das. Die werde ich mal austesten, definitiv. Die lege ich mir mal hier rein. Und eine Tuchmaske, Smoothing Mask Pack. Guck mal, sieht aus wie ich, nur mit glatten Haaren. Vielen Dank. So, dann, guck mal hier. Von Colibri, da benutze ich im Moment eine Nachtcreme von, eine Gesichtsmaske. Da schauen wir doch mal rein. So, sieht so aus. Gesichtsmaske mit Aktivkohle. Ich denke mal, dass sie schwarz ist, oder? Ach, die ist noch komplett zu. Okay, dann lassen wir das auch erstmal zu. So schaut das gute Stück aus. Reinige Haut auf natürliche Weise. Ist das jetzt eine Maske oder ist das Schicht auf das gereinigte Gesicht auftragen und dabei den Bereich ausspannen? 20 bis 30 Minuten einwirken lassen. Okay, vielen Dank. Dann eine Nagelfeile, finde ich super. Die tue ich mir direkt hier rein. Und dann haben wir hier so ein Zoe Eva. Da kommen immer die Zoe Eva Pinsel rein. Also wenn man die liefert. Ah, da haben wir zum Beispiel Mix und Matt. Das wird weiter wandern, weil ihr wisst ja, Matt und ich, wir sind nicht so gute Freunde, aber trotzdem vielen Dank. So kann ich dann weiterhin schön Trash-Päckchen machen. Und vor allen Dingen habe ich mich ja jetzt auch dazu entschlossen, solange ich noch diese Glossybox-Kartons habe, die ich ja immer mal wieder in Trash-Päckchen oder sowas bekomme, da kann ich dann halt auch mal was verlosen. Ne? Ja, dann Catrice High Glow, den besitze ich schon. Das ist aber ein ganz toller Highlighter, finde ich. Also der macht wirklich einen schönen Glow. Mag ich sehr. Dann Master Holographic Illuminating, also von Maybelline. Ich werde mal ganz eben gucken, wie holo der ist. Ach, so holo ist der gar nicht. Also sieht so aus. Werde ich mal ausprobieren. Tue ich hier auf den Stapel. So, dann haben wir hier den Powder Blush Rouge, also Tender Touch in der Farbe Secret Lovers von Manhattan. Ist nicht ganz meine Farbe, würde ich weiter wandern lassen, aber wie gesagt, kennst du ja, ne? Den habe ich. Ist das der? Ja, das ist der Flamingo in Santa Domingo, genau. Den besitze ich bereits. Das ist ein Blush. Finde ich aber eine sehr schöne Farbe übrigens. Dann ein Sleek Blush in der Farbe Rose Gold. Steht mir leider nicht. Oh Gott, das tut mir leid, wenn das gerade so schon so ein bisschen blöd anfängt. Aber den habe ich mal ganz oft gehabt und auch ganz oft weitergegeben, weil damit sehe ich einfach nur verboten aus mit diesem extremen Goldglow auf den Wangen. Und dann noch den Rose Propose von Catrice. Den habe ich, glaube ich, noch nicht. Da muss ich mal nachgucken. Kommt mir jetzt auf jeden Fall nicht bekannt vor.
aber schon sehr rosa. Macht nichts. Ich habe auf jeden Fall nämlich noch ein Trashpäckchen vor mir. Deswegen kommt das auf jeden Fall sehr gelegen. Vielen Dank. Was haben wir denn hier schön? Das sieht aber schön aus. Holen wir uns doch mal. Oh, wow, wow. Krass, ein paar Paletten. Okay, ich habe ein paar Paletten bekommen. Ich hole auch noch die andere raus. Weil ich sehe nämlich noch eine. So. Nehmen wir erstmal die. Die sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Von Revolution Pro ist das die Earth and Stone Color Focus Shadow Palette. Die habe ich noch nicht. Definitiv nicht. Oh, die sieht aber schick aus. In so einem, ja, so einem speziellen Muster. Finde ich super schön. Oh. Ja, das ist doch wieder... Oh, das sieht wahnsinnig schön aus. Oh Gott, die muss ich swatchen. Also guckt, jetzt geht's los. Jetzt fängt es doch an, was für die Shani zu werden. Ich swatche. So. Oh, sind die weich. Oh mein Gott, sind die weich. Oh, schön. Okay, jetzt geht's los. Sehr schön. Die sind jetzt nicht die Brummer von... hier, ich gebe dir jetzt direkt die ganze Farbe aufs Auge. Aber die... Oh, das fühlt sich so toll an. Mega. Jetzt nehmen wir noch den Gold. Oh, der ist aber schön. Ja, gefällt mir. Guckt mal. Das sind halt super gut pigmentiert, aber nicht, dass man direkt so erschlagen wird von den Farben. Ne? Super schön. Und jetzt kommen... Oh Gott, der sieht aber toll aus hier unten. Und der grüne auch. Oh, wartet mal. Ja, das ist so ein Topper. Der hier, das ist dieser unten rechts hier, das ist so ein Topper. Wisst ihr, was ich meine? So... man sieht ihn nicht und so. Finde ich super, ich mag sowas. Jetzt kommt so ein Waldgrün. Auch. Boah, schön. Ich zeige euch jetzt. Ich mache noch kurz die anderen drei. Oh, das ist eine schöne Farbe. Oh ja, die mag ich. Und jetzt kommen noch zwei matte Tönchen. Oh ja, auch schön. Ja, das Schwarz ist nicht so ganz gut pigmentiert, aber das macht nichts. Guck mal, das sind die anderen. Wunderschön. Mag ich. Vielen Dank, da freue ich mich sehr drauf. So, das packe ich aber wieder ein, damit das hier nicht so hoch gestapelt wird alles. Aber zumachen tue ich jetzt erstmal nicht. So, dann kommt mir bekannt vor. Art Deco Wanted Glow Palette. Mit so einem Schieber noch. Ne? Kenne ich nicht. Also ist auf jeden Fall so eine, ich weiß nicht, was jetzt Highlighter sind. Gucken wir mal. Ja, die sind, glaube ich, eher was fürs komplette Gesicht für mich, wenn ich jetzt alle zusammen... Ja, ich glaube, ich werde die mal fürs komplette Gesicht verwenden. Einfach überall mal reingehen und dann machen. Finde ich auch super. Danke. die habe ich allerdings. Ist die überhaupt schon mal benutzt? Die habe ich. Das ist die Maybelline The Nudes Palette. Die kann ich aber definitiv gut weitergeben. Danke. Die sieht auch schön aus. Pretty Rar von Revolution. Finde ich auch super schön. Oh ja, die gefällt mir. Guckt mal. Sehr schön. Vor allen Dingen das Gelbe lacht mich direkt an. Da gehe ich doch direkt mal rein. Ich glaube, in dem Gelben bist du selber noch nie reingegangen. Ja, aber das ist so ein gelblicher Ton. Sowas spricht mich auf jeden Fall an. Ich gehe jetzt noch mal eben in den beiden großen Fännchen rein. Ja, werde ich gebrauchen können. Danke. Dann die hatte ich mal. Die hatte ich mal, habe ich dann aber abgegeben. Zur Eva Taub Palette. Aber ich glaube, die werde ich dann erstmal nochmal wieder behalten, weil ich... Oh, schön. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die abgegeben habe, muss ich sagen. Die ist ja schon wirklich schön pastellig. Die wird jetzt erstmal wieder in meiner Sammlung einziehen. Finde ich super. Dankeschön. Aber irgendwann habe ich mich mal von ein paar Paletten getrennt, weil, ach komm, muss mal sein und so. Aber schön sind sie ja trotzdem, ne? Dann haben wir hier von Catrice die Orchid Dusk. Sagt mir nichts. Oh, die ist aber auch schön. Die sieht ein bisschen aus wie die, ist das die Huda? Nein, das ist nicht Huda. Doch, ich glaube schon. Wo die Augen so auf dem Dings drauf sind, ne? Wisst ihr, was ich meine? Die werde ich auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Hast du die überhaupt mal? Die ist komplett neu. Da muss ich doch mal überlegen. Boah, die ist komplett neu. Hammer. Okay, und dann noch die Revolution. Die, ich glaube, habe ich die schon? Velvet Rose? Nee, ich glaube, die habe ich tatsächlich noch nicht. Ja, ich mache die mal auf, damit das nicht spiegelt. Auf jeden Fall voll meine Farbrange, oder? Was sind das Rot? Nee, das ist gar kein Rot, das sah nur so aus. Also mega. Und vor allen Dingen ist die auch neu. Danke. Ich gucke mal, ob ich die schon habe.
So, ich glaube, nee, ist immer noch ein bisschen schwer, das Paket. Ich nehme erstmal hier. So, dann nehmen wir mal einen Lichtschutzfaktor 50. Finde ich super. Kann man nie genug haben. Dann hast du mir Dekosteinchen mitgeschickt. Ja, passten auch zu meiner Einrichtung. Super. Was haben wir denn hier schön? Ein Bimsschwamm von Balea. Für die Füßchen und so. Werde ich auch benutzen. Tu mal hier hin. Und dann haben wir hier noch von Garnier, haben wir hier das Skin Active. Benutze ich im Moment das mit diesem Öl. Ja, sowas verwende ich ja gerne auch einfach hier am Tisch, um Swatches zu entfernen oder so. Ich mache doch mal eben. Jetzt kann ich den gelben Sack. Ich habe gerade eben auch meine leer und aufgebraucht hier abgefilmt. Kann ich das im leeren gelben Sack reinschmeißen. Und schauen wir uns das doch mal an. Ja, kennt man. Man weiß, es ist gut. Den Namen mag man oder mag man nicht. Ich mag ihn ja nicht, aber ich werde es trotzdem benutzen. Wenn es einmal da ist, ist es okay. Nur ich gebe halt ja kein Geld mehr für Garnier aus. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Oh, was haben wir denn? Oh, das sieht auch hier aus. Oh, oh mein Gott. Nagellacke. Ah, oh. Okay. Ich sehe gerade was und ich kann es kaum glauben eigentlich. Jennys Kampf. So, ich habe hier pflegende Handcreme. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Dann habe ich hier, und ich glaube, guck mal. Ich glaube, jetzt habe ich endlich eine Freundin für sie. Guck mal, das ist meine. Die habe ich seit, oh Gott, Urzeiten. Und jetzt habe ich noch so eine Nagelfeile. Aber ich weiß gar nicht, wovon meine war. Die war mal in irgendeiner Box. Und die ist von Trisur. Freue ich mich drauf. Werde ich mir direkt hier meine Schublade reintun. Danke. Dann haben wir hier Nagellacke. Einmal von Catrice, aber der sieht aber schick aus. Provocative Pearls heißt er. Guck mal, der ist so changierend. Oh Gott, ist der schön. Ja, der bleibt auch. Dann haben wir hier 30er Tees, so kleine Minis. Ich glaube, die waren in den Adventskalendern mal drin. Zum einen Pepperminty. Voll süß. Dann so ein rosa Kiss Charge oder Chase. Und dann noch den Ferris Wheel. Danke. Und dann haben wir hier, das kann ich ja... Krass. Hammer. Ich habe ein Estee Lauder Foundation von dir bekommen. In der Farbe Porcelain. Ist bestimmt mega hell, aber oh, wie lieb von dir. Geil, das ist einer meiner Lieblingsfoundations. Danke. Bin ich ganz gerührt. Voll cool. So, was haben wir denn noch Schönes hier? Was bist du und was bist du? Dann nehmen wir das raus. So, und dann nehmen wir die Kleinigkeiten hier. Was ist jetzt Kleinigkeiten? Aber das sind so Nagellacke und so. Die hole ich auch direkt mal raus. Nicht mehr so. Und zwar haben wir einmal, das geht weiter, das habe ich schon ganz oft in Trash-Päckchen bekommen. Der ist eigentlich gar nicht schlecht, aber der verbindet sich nicht so gut mit meinen Foundations. Deswegen, ich weiß nicht wohin, tun wir dahin. Dann Nail Polish von H&M in so einem Petrol. Schon eine schöne Farbe. Dann ein Weiß. Trocknet angeblich in 60 Sekunden. Müsste ich ja mal austesten. Dann von Alcina, so ein Nude-Nagellack. Habe ich eben noch einen aussortiert. Quasi. Deswegen, der wird auch weiter wandern. Und, was bist du denn? Sieht ein bisschen aus wie Maybelline. Keine Ahnung, das ist so. Sagt mir jetzt gerade nichts. So, dann habe ich, genau, hier ist noch ein Nagellack von Wet n Wild, so ein richtig tolles Neontönchen. Dreamy Poppy. Auf jeden Fall auch schön aus. Dann noch einen Silk Touch Blush. Ist der überhaupt mal benutzt? Ich glaube, einmal oder so. In der Farbe Summer Dreaming. Schön, schöne Farben. Dann habe ich hier einen Lidschatten, der gefiel mir auch gerade schon im Karton. Von L'Oreal. Heißt der Quartz? 502 auf jeden Fall. Sieht so aus. Ne? Der sieht doch schon mal so auf Anhieb ziemlich cool aus. Oh, krass. Boah, ist das eine Farbe. Ja, der bleibt, ne? So. Dann haben wir hier was in so einer Knister. Das ist mal weg. Da sind...
ist eine Parfüm-Miniatur und zwei Pröbchen drin. Beginnen wir mal mit den Pröbchen. Da haben wir einmal Aniake, kenne ich gar nicht, und Lacoste. Ich habe jetzt schon Parfüm drauf, aber die werde ich mal hier oben rein tun, werde ich die mal die Tage irgendwann verwenden. Und eine Miniatur von, was bist denn du? Tiffany. Tiffany & Co. Guck mal, wie niedlich. Da schnupper ich auch mal dran. Oh, ich glaube, den mag ich. Den mag ich, glaube ich. Den werde ich dann auch mal gerne verwenden. Organza-Säckchen, finde ich mal süß, sowas. Ja, dann haben wir hier noch so ein bisschen Luftpolster eingepackt. Das hole ich mal raus, damit das hier nicht so knistert. Da haben wir von NYX No Filter Finish Powder. Okay, ich glaube, das habe ich mal gesehen und hatte da eh Interesse dran. Das ist so eine Wölbung, so ein bisschen gebackenes. Sieht auf jeden Fall so aus, als würde das nicht matt sein. Werde ich mal ausprobieren. Das kommt dahin. Noch ein Sleek Blush in der Farbe Suede. Und den finde ich toll. Den habe ich eigentlich bereits, aber den werde ich mir in meine Backups tun. Ja, eigentlich total Schwachsinn. Obwohl, soll ich den behalten? Nein, ich habe den. Das ist doch Schwachsinn, wenn man hier... Man hat sowieso schon 90 Blushes. Und wenn man sich mal überlegt, wie lange man mit einem auskommt, ne? Oh, und die Verpackung ist aber schön, dann braucht man auch kein Pickup in dem Falle, ne? Guckt euch die Verpackung von Catrice mal an. Aus der Caviar Gooch LE. Oh, das gefällt mir aber schon alleine der Highlighter. Wenn man bedenkt, dass der Highlighter größer ist als das Blush, egal. Ja, der gefällt mir. Also ich lasse hier das Blush nicht so, aber der Highlighter, der bleibt. So. Und dann haben wir hier noch einen Blush. Ich glaube, das habe ich. Kiss Me Can. Doch, das klingt sehr nach einem Namen, das, was mir in Gedächtnis geblieben ist. Werde ich auch weitergeben. So, dann haben wir hier. Ich glaube, das sieht nochmal nach zwei Paletten aus und nach so einem Mischmasch. Und wir gucken uns erstmal. Nee, erstmal das hier. Das sind nochmal so zwei von diesen Pro Revolution Paletten. Aber wir schauen uns erstmal ein Mischmasch-Täschchen an. Da haben wir zum einen, oh, das sieht aber cool aus, Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow. Schaut so aus. Ach, drehen, okay. Wie ein Lipgloss quasi. Oh, mega, gefällt mir. Guckt euch das mal an. Sehr geil. Bist du? Ach, so ein Spiegel, den. So einen habe ich doch irgendwo. Irgendwo habe ich so einen. Guck mal, Naturschönheit, so ein Button. Ne? Aber den kann ich hier hinlegen. Catrice Camouflage Wake-Up-Effekt. Der ist noch komplett neu. Werde ich mal weitergeben. So Camouflage ist, nehme ich ja nicht so oft. Dann Trended Up Under Eye Concealer und Base. Wie macht man den? Ah, okay. Ach, der ist auch noch komplett neu. Ja, wisst ihr was, dann tue ich den in meine Backups rein. Ich muss erstmal ein paar Concealer nämlich aufbrauchen. Aber der wird definitiv verwendet. Dann Catrice Iconista Lash. Ich kann nicht mehr reden, Entschuldigung, ich habe schon ein paar Videos hinter mir. Auf jeden Fall eine Mascara in so einer dicken Verpackung, mein lieber Scholli. Da schauen wir uns doch mal an, was das für eine Mascara ist. Okay, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich habe gedacht, da kommt so ein Oschi raus. Aber es ist eine kleine Mascara. Jo, und die sieht aus, wie die noch gar nicht benutzt. Schnell wieder rein. Werde ich auch gerne in meinen Backups tun erstmal. Und dann haben wir hier noch ein paar Lip Liner. Zum einen Essence Long... Nee, das ist ein Eye Pencil von Essence in Weiß und noch nie benutzt. Kommt auch in meine Backups. Oder nein, komm, ich probiere mal. Oh, der ist schön weich. Okay, den behalte ich. Und dann haben wir hier so ein paar Essence Lip Liner. Ich glaube, die gibt es schon nicht mehr, aber die waren richtig gut, das weiß ich noch. Und die sind alle neu. Oh mein Gott, bist du irre? Okay, das ist einmal Honey Berry, gefällt mir. Einmal, wo stehst denn du? In the Nude, gefällt mir auch. Irgendwie war die Kamera gerade aus. Es kommen nämlich noch zwei von diesen Paletten, die ich ganz am Anfang schon gezeigt habe. Die werde ich auch wieder swatchen, weil das sind doch diese mega gebackenen Dinger da. Da haben wir Night and Day. Und die ist auch so von dem Muster her so. Oh ja, auch wunderschön. Guckt mal.
habe da das Blaue gesehen, wie das angekrochen gekommen ist. Okay, ich beginne erstmal mit den hellen Farben und dann arbeite ich mich auf die dunklen vor, ja? Das ist wieder, oh Gott, das ist diesmal so ein Topper, der so bläulich changiert. Oh mein Gott. Okay, dann nehmen wir mal den hellen. Wie weich die sind. Dann nehmen wir den gelben. Auch wieder so ein Topper, sage ich jetzt mal. Dann den lila Farben. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen Glitzer von dem einen Lidschattenstift oder Creme-Lidschatten, aber das macht ja jetzt nichts. Oh, der ist auch schön. Der lila, ne, der jongliert so ein bisschen ins grünlich-türkise. Seht ihr das? Mega. Gefällt mir sehr. Ach, so. Und dann kommen jetzt so die anderen. Dann nehmen wir doch erstmal das Soft Braun. Oh, sehr schön, sehr schöner Ton. Dann das dunklere Braun. Auch toll. Das Blau ist aber, oh mein Gott. Okay, jetzt nehmen wir noch das Schwarz. Mal gucken, ob das ein bisschen besser ist als in der anderen. Ne, die Schwarzen, die sind sehr fleckig. Aber guckt euch das Blau mal an. Auch Granate. Ich muss nur noch ein bisschen nass machen hier. Mega schöne Paletten. Die sind voll an mir vorbeigegangen. Ja gut, wie gesagt, ich kaufe aber auch nicht mehr so viel Make-up. Ne? Wenn ich immer so tolle Geschenke von euch bekomme, warum sollte ich dies tun? Ja, und jetzt kommt die Truth or Dare Palette. Auch von Revolution Pro. Die ist dann halt in so einem braunen... Nee, Bordeaux eher. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, sind das geile. Oh. So, hier genauso. Gucken wir mal, wie dieses eine. Also, weil dieser eine Ton, der ist ja eigentlich in jeder Palette. Oh Gott, aber der ist in jeder Palette drin, dieser Topper. Aber in jeder Palette hat er so einen anderen changierenden Unterton. Okay, so, machen wir weiter. Beruhig dich, Jenny. Puls von 180, super schön. Okay, der sieht jetzt tatsächlich anders aus, als ich erwartet habe. Hier drin sah der so hell aus. Machen wir mal ein bisschen ab. Der ist tatsächlich dunkler, als ich erwartet habe hier. Krass, okay. Dann nehmen wir mal den goldenen hier. Wunderschön. Den rosgolden oder Kupfer oder was auch immer das ist. Aber guckt mal. Also der in der Mitte, dieser dunkle, das war dieser, ich muss mal eben wieder doch mal klopfen. Das war der hier, der kam mir nicht ganz so dunkel vor. Aber wenn ich da drüber gegangen bin, wurde er einfach mal dunkel. Keine Ahnung, woran das jetzt gelegen hat. Boah, da ist ordentlich Glitzer, yes. Jetzt kommen die anderen Färbchen. Dann nehmen wir doch erstmal dieses Rot. Boah, krass. Nehmen wir jetzt das Blau, also Türkis, Petrol, whatever. Das ist schon eher Türkis. Was hatten wir denn noch nicht? Das Lilane und die beiden Matten. Ja gut, der hier ist auch matt. Und ihr seht jetzt in jedem so ein bisschen Glitzerflitter drin, weil ich halt meine Hand voller Glitzer habe. Also müsst ihr euch matt vorstellen in dem Falle. Wunderschön. Richtig tolle Farben. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Müssen wir wieder ein bisschen befreien hier. So, also... Was soll ich sagen? Ich bin mal wieder sprachlos über so viel Großzügigkeit von euch, ne? Also im Speziellen jetzt von dir, liebe Caro. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ein paar Sachen gehen weiter, aber das ist für mich überhaupt nicht schlimm. Ich hoffe, du hast es ja auch in der Karte reingeschrieben. Ihr kennt mich da ja. Dankeschön. Also immer wieder vielen Dank dafür. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was ich da sagen soll. Ich bin auf jeden Fall ziemlich happy und wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bleibt auf jeden Fall gesund. Die Zahlen müssen runtergehen, ne? Damit wir endlich irgendwann wieder so ein bisschen normal sein können. Okay, bis bald. Ciao. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.